Frank-Walter Steinmeier ist 66 Jahre alt. 5 Jahre lang macht er den Job des Bundespräsidenten bereits. Auch künftig möchte er diese Aufgaben gern übernehmen. Der Bundespräsident ist für Deutschland sehr wichtig. Als Staatsoberhaupt reist er in viele Länder und spricht dort die Politiker an. Er repräsentiert unser Land. Zudem passt er auf, dass die Politik der Regierung gut für die Menschen in Deutschland ist. Jedes Gesetz muss der Bundespräsident unterschreiben. Außerdem ernennt er die Bundeskanzlerin und den Bundeskanzler und die Minister in der Regierung. Wenn Leute im Gefängnis sitzen, kann der Bundeskanzler sie begnadigen. Sie müssen dann ihre Strafe nicht länger absitzen. Seit März 2017 ist Frank-Walter Steinmeier der Bundespräsident von Deutschland. Damit er weitermachen kann, muss er erneut gewählt werden. Dass er die Abstimmung am Sonntag gewinnt, gilt als sicher. Neben ihm treten auch 2 Männer und eine Frau an. Gewählt wird der Bundespräsident von der Bundesversammlung. Sie kommt für die Wahl des Bundespräsidenten in Berlin zusammen. In der Bundesversammlung sitzen Politiker des Bundestages, also des deutschen Parlaments. Daneben dürfen auch die 16 deutschen Bundesländer Leute schicken, die das dann zum Beispiel auch Sportler und andere bekannte Menschen. Dabei sind dieses Mal Fußballer Leon Krodetzka oder die frühere Radfahrerin Christa Vogel.